Willkommen zurück zu einer neuen Folge Vincent Weed. Heute sprechen wir darüber, welche Anfängerfehler und Probleme einem so beim ersten Mal im Garten begegnen können und was man dagegen tun kann. Kommen wir zu dem ersten Problem, was einem immer wieder begegnet, gerade wenn man das erste Mal vielleicht im Garten aktiv wird. Richtiges Gießen, zu wenig, zu viel. Bei zu wenig und zu viel Gießen kann beides Mal die Pflanze ihre Blätter hängen lassen und das führt manchmal bei Gärtnern zu großen Fragezeichen. Wenn man die Pflanze mal zu wenig gegossen hat, ist klar, die Pflanze fängt irgendwann an, ihre Blätter hängen zu lassen. Das geht auch relativ zügig. Also ganz wichtig ist, sollte man seine Pflanze zu häufig nicht richtig gießen, wird das auf der Seite der Pflanze zu Wachstumsverzögerungen führen und die Erde wird irgendwann hydrophob. Das bedeutet, dass die Erde irgendwann das Wasser nicht mehr aufnehmen und halten kann. Das erkennt ihr daran, dass ihr vielleicht einen halben Liter Wasser reinkippt und der instantly unten aus dem Topf rauskommt. Hingegen, wenn die Pflanze regelmäßig gegossen wird, aber vielleicht zu viel, fängt sie irgendwann auch an, ihre Blätter hängen zu lassen. Und der Anfänger fragt sich, ich habe doch alles getan, was nötig ist. Die Pflanze hat Dünger, die Pflanze hat gute Erde, sie hat Licht und sie hat doch ausreichend Wasser. Zu viel Wasser führt zu Staunässe. Und der Anfänger denkt, dass eine Pflanze über die Wurzeln nur Wasser aufnimmt. Das ist aber falsch. Die Pflanze versorgt sich über die Wurzeln auch mit Sauerstoff. Und wenn im Topf zu lange eine zu hohe Feuchtigkeit vorherrscht, entsteht für die Pflanze ein Riesenproblem. Sie kommt nicht mehr an die Nährstoffe ran und sie saugt dann auch kein Wasser mehr hoch. Und das erkennt ihr dann daran, dass die Pflanze nicht die Blätter hängen lässt und langsam so trocken und ja, spröde wird, sondern die Pflanze wird so einfach weich, gummihaft. Ein weiteres Merkmal, dass die Pflanze überwässert wurde, ist, dass diese von oben bis unten überall gelbe und braune Stellen auf den Blättern bekommt, die wirklich großflächig sind. Dann einfach mal den Topf anheben und wenn der Topf euch zu schwer erscheint, dann ist die Pflanze wahrscheinlich zu viel gegossen worden. Wenn ihr das ganz genau erfahren wollt, dazu haben wir schon eine ausführliche Folge gemacht. Wie immer findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Richtig gießen für Anfänger solltet ihr euch nach dieser Folge auf jeden Fall geben, wenn das ein Problem für euch darstellt. Gelbe Blätter. Egal wo an der Pflanze, sie bringen Gärtner immer dazu, gleich das gesamte Internet zu durchwühlen und irgendwie herausfinden zu wollen, was denn mit ihren Lieblingstomaten los sei. Tomaten, Brokkoli. Oh, ich hasse es mit dem Brokkoli. Ich hasse das gerade echt so nochmal. Also, deswegen will ich euch heute eine Hilfestellung an die Hand geben, woran ihr erkennen könnt, dass eure Lieblingstomaten entweder zu wenig oder auch zu viel Dünger bekommen haben. Das hat auch ein bisschen was mit ihrem, ja, mit ihrem Farbton, wie satt ist das Grün zu tun, ist es eher ein helles Grün oder ein dunkles Grün und natürlich auch mit gelben Stellen, die jeden Gärtner einfach immer verrückt machen, gerade zu Beginn. Leute, wenn irgendwo an der Pflanze eine kleine Stelle braun oder gelb erscheint, macht euch bitte keine Sorgen, das verwechselt sich mit dem Laufe der Zeit. Aber ab dem Moment, wo diese Stelle irgendwo nochmal und nochmal auftritt, entsteht Panik. Deswegen, wenn die Pflanze von unten, also wie so ein Tannenbaum, von unten nach oben gelb wird, bedeutet dies, dass die Pflanze im Erdreich nicht mehr genügend Nährstoffe zur Verfügung hat und sich deswegen an ihren eigenen Reserven bedient. Stickstoff zum Beispiel, der die Pflanze grün erscheinen lässt, ist ein mobiler Nährstoff, den die Pflanze unten aus den Blättern entnehmen kann und nach oben, wo sie neue Triebe entwickelt, transportieren kann. Also, wenn die Pflanze unten gelb wird, fehlt Dünger, hochwahrscheinlich Stickstoff, und ihr hättet die Pflanze vielleicht ein bisschen früher düngen sollen. Hingegen, wenn die Pflanze von oben hin die Blattspitzen anfangen, gelb und braun zu werden, dann ist das ein Anzeichen, dass die Pflanze überdüngt wurde. Hochwahrscheinlich erscheint sie dann auch in einem richtig satten, dunklen Grün. Und warum nennt man sowas eine Düngerverbrennung? Dünger ist ja eigentlich Salz. Und wenn der Dünger unten im Boden zu salzig ist, entzieht er der Pflanze schockartig einmal ganz kurz das Wasser. Und wo fehlt das Wasser? An den Blattspitzen. Und dann kann das Licht oben die Blattspitzen verbrennen. Also, wenn oben in der Pflanze die Blattspitzen gelb werden, war wohl zu viel Dünger in der Nährlösung. Für alle, die sich keine Gedanken darüber machen wollen, wie vielen Dünger sie jedes Mal beim Gießen ihren Pflanzen geben sollen, empfehle ich organisches Düngen. Da gibt man den Pflanzen einmal was ins Erdreich hinzu und sonst nur Wasser und kann sich um andere Dinge im Garten kümmern. Beim organischen Düngen zieht sich die Pflanze selber die Nährstoffe aus dem Boden und versorgt sich so optimal die gesamte Zeit selbst. Und genau dafür hat mein Partner Greenhouse das perfekte Produkt für euch entwickelt. Die Bio-Line von Greenhouse mit dem Code VHW bei jeder Bestellung 20%. Da hat Greenhouse was rausgelassen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung, auch diesen Content für euch zu kreieren. Deshalb, Leute, Code VHW 20%.
Der Dünger von Greenhouse Feeding bietet mit der Bio- und der Mineral Line die perfekte Lösung für alle, die es einfach im Garten mögen, aber dennoch nur das Beste für ihre Pflanzen wollen. Getreu dem Motto Keep it simple kommt der Greenhouse Dünger in einfach zu dosierendem Pulver und lässt sich leicht verarbeiten. Mit dem Code VHW bekommst du immer den besten Deal und hilfst mir dabei, weiterhin gute Videos für euch zu produzieren. Wer ein guter Brokkoli-Gärtner werden will, sollte sich grundsätzlich mit dem Thema Düngen auseinandersetzen, mineralisch wie organisch. Denn das gesamte Wissen über beide Bereiche versetzt euch in die Lage, das Optimale aus eurem Garten rauszuholen. Wer sich tiefgehender mit dem Thema Düngen befassen will, für den haben wir schon 2 Videos produziert. Einmal zum mineralischen und einmal zum organischen Düngen, wie immer unten in der Videobeschreibung. Ein weiteres Problem ist bei Anfängern immer wieder das Thema Spargeln. Was bedeutet Spargeln? Wenn die Pflanze in den ersten Tagen ihres Lebens zu wenig Licht bekommt, fängt sie an, sich dem Licht entgegenzustrecken und ihr Stiel wird ganz lang und dünn und sie fängt an, irgendwann ihr eigenes Gewicht nicht mehr tragen zu können. Ich würde Spargeln ab einer Stiellänge so von 7 cm definieren. Ab dem Moment ist es tatsächlich so, dass der kleinste Windstoß reicht, um die Pflanze im Topf umzukippen. Also immer darauf achten, was die Lichthersteller in ihrem Datenblatt angeben, welches die optimale Menge Licht und welcher Abstand nötig ist. Wenn ein Licht dimmbar ist, dann würde ich sagen, ist der Abstand zwischen 30 und 40 cm zu suchen und man kann wirklich ganz am Anfang mit 10-15% Lichtleistung anfangen, die man im Laufe der Wachstumszeit dann natürlich langsam steigert. Ein sehr guter praktischer Tipp, den ich in meinen Gärten immer angewandt habe, ist, ich habe mir an die LED einen Faden mit dem Abstand, den ich haben wollte, ich sag mal jetzt einfach 35-40 cm Faden, habe ich mir einfach eine Mutter dran gemacht, habe das an meine LED gehangen und so konnte ich immer sehen, wenn die Tomaten angefangen haben, sozusagen über den Abstand reinzuwachsen, konnte ich einfach abends die Lampe ein bisschen höher hängen. Wenn eure Pflanzen dann gekeimt sind und nicht gespargelt sind, die ersten Tage gut überlebt haben, fangen sie an, ihren Topf zu erobern. Die Wurzeln strecken sich und suchen nach den Nährstoffen und nach Halt und die Pflanze wird immer größer. Und dann fragt man sich natürlich, wann ist der richtige Moment zum Umtopfen gekommen? Ich empfehle grundsätzlich 2-mal umzutopfen. Jedes Mal, wenn die Pflanze angefangen hat, ihren Topf komplett mit dem Wurzelwerk einzunehmen, ist genau der perfekte Moment gekommen, sie in den nächsten Topf zu bringen. Man sollte beim Umtopfen darauf achten, dass der neue Topf mindestens 4-5 cm in alle Richtungen mehr Volumen bietet, sonst wird es eine ziemliche Fummelarbeit, die Erde in den Topf einzubringen und es macht eigentlich keinen Sinn, weil diese Erde gleich wieder von den Wurzeln eingenommen wird. Deswegen sucht euch immer einen schönen Abstand von den Töpfen, vom kleinsten Topf irgendwie einen Liter bis 1,5, vielleicht auch sogar 2,5 Liter und dann in den letzten finalen Topf. Auf dem Weg vom ersten bis zum letzten Topf muss grundsätzlich als Anfänger nicht gedüngt werden. Dort ist einfach nur darauf zu achten, dass in dem Moment, wo der Topf wirklich gut durchwurzelt ist, ihr nach der russischen Puppenmethode, nach der Mamuschka-Methode einfach den Topf schön massiert, kontrolliert, ob die Wurzeln schon den Topf gut eingenommen haben. Und wenn ihr merkt, dass sie die ganze Erde halten, ist eigentlich der Moment gekommen. Und dann nehme ich immer den Topf, packe einen kompletten neuen Topf mit Erde voll, stecke die letzte Topfgröße, in der die Pflanze war, in die Erde, fülle die mit Erde. Und es ist im Endeffekt sozusagen wie Backe, Backe, Kuchen. Nehmen sie raus, steckt die rein. Da die Pflanze in dem Topf, aus der wir sie jetzt gerade entnehmen, halt ein starkes Wurzelwerk gebildet hat, ist sie auch in der Lage, im neuen Topf sofort das neue Erdreich in Beschlag zu nehmen und ihre Wurzeln zu strecken. Warum ist das wichtig? Wenn die Wurzeln den kompletten Topf erobert haben, heißt es auch, dass die Pflanze schon an alle Nährstoffe rangekommen ist und dann irgendwann anfängt, auch einen Mangel zu erleiden. Deswegen rechtzeitig umtopfen, immer kontrollieren, ob der Topf komplett durchwurzelt ist. Dann kann die Pflanze im neuen Topf auch sofort vom ersten Moment an Gas geben, kommt an das neue Erdreich, die neuen Nährstoffe ran. Und was auch so ein kleiner Geheimtipp ist, wenn nicht gut durchwurzelt und man topft sie um, dann ist eigentlich auch das Angießen komplett für die Katz, weil sie einfach ihre Wurzeln nicht in dem neuen Topf gut ausstrecken kann. Also immer schön gucken, durchwurzelte Töpfe sind der perfekte Moment, die Pflanze in ein neues Erdreich zu bringen. Und erst ab dem letzten Topf muss man mit dem Düngen auch wirklich anfangen. Leute, irgendwann ist es dann soweit, der Tag, auf den jeder Brokkolibauer hinfiebert. Der Tag, an dem die Ernte eingeholt werden muss. Und da jedes Mal, gerade wenn man das erste Mal sich mit Brokkoli beschäftigt, wann ist der Tag zur Ernte? Ich verspreche euch eins, der Tag zur Ernte ist viel länger, als man warten kann. Geduld ist hier tatsächlich das größte Hindernis,
einer guten Ernte. Aber damit ihr den richtigen Zeitpunkt bestimmen könnt, ist die Regel ganz einfach. Man geht nicht nach den Härchen. Das ist eine alte Hippie-Regel. Bei dieser Methode ist man davon ausgegangen, dass wenn die weißen Härchen auf dem Brokkoli anfangen, sich so rot-orange zu verfärben, die Pflanze fertig ist und geerntet werden will. Das sagt jedoch nichts über den Aromen- und Wirkstoffgehalt des Brokkolis aus. Man geht nach den Trichomfärbungen. Es gibt da einfach ein Ampelsystem. Klar, zu früh, milchig on point und leicht bernsteinfarbige Trichomköpfchen. Trichome sind die Bestandteile des Brokkolis, die ihn so sehr interessant machen. Denn in den Trichomköpfchen, welche aus einer Wachshülle bestehen, sind die Aroma und die Wirkstoffe enthalten, nach denen sich einige so sehr sehnen. Was sagen die über die Pflanze aus? Wenn das Trichomköpfchen noch durchsichtig ist, dann ist in diesem Trichomköpfchen noch nicht viel passiert. Es wurden noch nicht viele Cannabinoide gebildet und die Pflanze muss noch ein bisschen Arbeit machen. Ab dem Moment, wo dort sozusagen das Innere milchig wird, könnt ihr euch einfach vorstellen, dass dieses Milchige dadurch kommt, dass immer mehr der netten Substanzen, die ihr sucht, dort eingelagert werden. Fängt das Trichomköpfchen an, aber hingegen schon bernsteinfarbig zu werden, fangen an, die Inhaltsstoffe zu degradieren, also zu oxidieren. Das ist ein Zeichen, dass ihr vielleicht schon einen Tag zu lange gewartet habt. Die sind ziemlich klein. Und ihr könnt mir glauben, ich habe schon hunderte von Euro investiert, die perfekte Lupe für genau dieses Vorhaben rauszusuchen. Und es gibt dort zwei Lupen, die ich wirklich empfehle. Die könnt ihr auf jedes Smartphone wirklich einfach montieren. Dort gibt es eine 25-fache Vergrößerung und eine 200-fache Vergrößerung. Das ist tatsächlich die Lupe, die ich euch empfehle, weil da ist auch noch ein Licht mit eingebaut. Und es gibt einfach nichts Besseres, als eine Lupe direkt mit dem Handy zu verbinden. Dann könnt ihr nämlich gleich Bilder machen, könnt in den Bildern sogar noch digital zoomen und habt somit wirklich einen guten Einblick, was bei euch in der Pflanze los ist. Wenn euch diese Lupe interessiert, ich habe sie euch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Und deswegen immer schön, wenn sie milchig sind und ihr mit dem Mikroskop kontrolliert habt, dann ist der Tag zum Ernteeinholen angesagt. So simpel und selbstverständlich für mich diese Fragen schon seit Jahren eigentlich sind, weiß ich, dass viele von euch immer wieder genau bei diesen Fragen zu Beginn ein paar Probleme haben. Und deswegen wollte ich euch heute mal meine Meinung zu diesen 5 Themen einfach mal mitgeben. Vielleicht konnte ich euch mit allen oder anderen Tipps helfen. Ich weiß, dass es immer noch viele weitere Fragen bei den Beginnern gibt. Gerade beim ersten oder zweiten Mal im Garten sind viele Fragezeichen. Was mache ich, wenn ich Viecher habe? Was für Nährstoffmangel habe ich? Das würde aber in dieser Folge den Rahmen absolut sprengen. Deswegen seid gewiss, abonniert den Kanal, denn genau um solche Themen werden wir uns hier bei Vincent Weed definitiv dieses Jahr noch für euch befassen. Wenn euch diese Folge interessiert hat, ich verlinke euch hier einmal die Folge Mineralisches Düngen für Anfänger und Organisches Düngen. Da könnt ihr weiter ein bisschen in meinem Kanal stöbern. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, so verpasst ihr auch keinen weiteren Upload. Bis zum nächsten Mal, euer Vince.